Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich möchte mich bei all denen bedanken, die an dieser Stelle was verbessern wollen und nach den Ursachen forschen und diese dann abstellen. Ich denke, wir sind es allen schuldig, den Kindern und auch den Betreuern sind wir es schuldig, dass wir dafür sorgen und alles Sinnvolle tun, um solche Vorkommnisse zu verhindern. Es geht hier letztlich um eine Prophylaxe, um das Vorbeugen. Und bei der Prophylaxe gibt es eigentlich ein Paradoxon. Man kann nämlich sagen, die Prophylaxe ist immer dann erfolgreich, wenn hinterher alle sagen können, sie war eigentlich überflüssig. Und deswegen wünsche ich uns, dass wir in ein paar Jahren sagen können, weitere Maßnahmen sind überflüssig. Danke.